Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit Manchester City. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen das angeschaut, was ihr mir so vorgeschlagen habt. Sané wird ja vorgeschlagen, dass ich mir den vielleicht noch holen soll. Der kann, kurz geschaut, LM, RM und auch Stürmer. Er ist Linksfuß. Was mir nicht so gefällt bei ihm, muss ich ja sagen, sind sein schwacher Fuß und seine Spezialbewegung. Also die finde ich jetzt nicht so mega gut. Also der ist 19 Jahre alt, 76er Bewertung. Und wenn wir kurz auf so FIFA schauen nebenbei, hat, glaube ich, was für ein Potenzial? 87. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist ein guter Spieler. Ist richtig stark. 3 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Spezialbewegung in Ordnung. Ehrlich gesagt eher nicht. Finde ich eher nicht so geil. Ich glaube, der ist nicht ganz so stark. Da müssen wir, nicht Wunschliste, sondern Spieler suchen. Der wird auch öfter geholt, glaube ich. Julian Brandt, der ist sogar ein offizieller rechter Mittelfeldspieler. Und wenn wir den halt ein bisschen nutzen, so ein bisschen einwechslungsmäßig, wäre das vielleicht auch nicht verkehrt. Jesus Navas zum Tausch anbieten. Er ist halt auch nicht so schnell, aber er ist an sich ja auch nicht verkehrt. 88er Potenzial, 74er Gesamtbewertung. Der wäre einmal der für uns interessant eventuell wäre. Wer vielleicht auch interessant wäre, aber da ist, ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Also Brandt finde ich nicht verkehrt, Julian Brandt, aus dem Grund, dass der halt ein hohes Potenzial hat, noch nicht ganz so hoch bewertet ist, 4 Sterne schwacher Fuß und Spezialbewegung hat. Eventuell wird der ja auch noch schneller. Also das ist halt so das Manko, ne? Wenn, dann würde ich halt gerne auch schon einen richtig flotten Flitzer da haben. Ansonsten haben wir eigentlich ja schon so das Beste. Gelson Martins sehe ich hier noch. Der ist 20 Jahre alt, hat 4 Sterne, 4 Sterne. Gucken wir uns den mal an. Gelson Martins, 20 Jahre alt, rechtes Mittelfeld. Ist aufregender Mann für die Zukunft. 87er Potenzial habe ich hier so stehen bei SoFIFA. Hat richtige spritzige Werte. Ist mal ein Spieler, den wir so, glaube ich, nicht so oft, also ich habe den zumindest jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und mit 20 Jahren eigentlich auch nicht verkehrt. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ich würde den eigentlich eher bevorzugen, zumal er eben, wie gesagt, so sehe ich das nicht. Da müsste ich hier gucken, ne? Kann ich das hier sehen? Nee, kann ich hier nicht sehen. Ich glaube halt, wenn man hier danach geht, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung sind top. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich denke, der gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Deswegen gehen wir mal auf Kauf. 76er Gesamtbewertung. Und wir machen das, was einige vielleicht nicht ganz so gut finden würden, aber Jesus Navas ist halt 29 Jahre alt. Und er ist ein vielversprechender Spieler, der mit der Zeit halt auch, denke ich, noch besser wird und sich vielleicht noch so ans Team anpassen kann. Ich denke, das wäre schon richtig nice. Er hat noch 6 Jahre Vertrag fast. Ach du meine Güte. Mal gucken, was die dazu sagen. Da müsste es nur noch halt drauf ankommen, ob Jesus Navas so machen möchte. Das wird hier aber gar nicht so geschaut. Inakzeptabel, wir sollen ein bisschen Geld drauflegen. 19 Millionen wollen sie da haben. Okay, gehen wir ein bisschen höher. 5 Millionen, da werden sie bestimmt jetzt ja sagen, hoffe ich. Was die Spezialbewegung und sowas bedeutet, ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Akzeptieren. Das ist nur dazu kriegen, hier zu unterschreiben. Er kriegt erstmal 4 Jahre. Und der kriegt doch hier so. Der wird als Rotationsspieler eingesetzt. Und geben ihm ein bisschen mehr Geld. Akzeptiert. Okay. War vielleicht auch ein bisschen viel, aber okay. Bumm. Denke, das ist ein guter Tausch gewesen. Neuverpflichtung. Zack, haben wir am Start. Angebot für Ambros bekommen. Laie von SC Bastia. Verleihen wir ihn mal. 18 Jahre, 66er Gesamtbewertung. Wird hoffentlich sich da auch gut entwickeln. Wenn wir reinstellen können. Nacho haben wir hier. Na, zum Einwechseln wird das da gar nicht verkehrt. Wir haben was zum Verteidigen. Wir haben Gunn. Caballero. Habe ich den auf der Transferliste? Weiß ich gar nicht. Den könnten wir noch verkaufen. Wir haben nämlich Gunn. Der ist schon in Ordnung. Und soweit sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder? Das Team sieht doch eigentlich ganz schnieke soweit aus. So, Boni. Angebot für Boni bekommen. Nee. Wir werden hier nicht mehr. Hier wird erstmal nichts mehr geändert. Wir werden das erstmal soweit behalten.
92 Sprint, 93 Antritt, 93 Beweglichkeit, 90 Balance, 70 Ausdauer ist auch okay. Reaktion 80, das ist in Ordnung. Sprungkraft nicht so gut, Stärke nicht so gut. Aber er hat gutes Dribbling, er hat Flanken so lala, Abschluss so lala, Kopfball, kurzer Pass, Schusskraft ist in Ordnung, Volley, Effet und so weiter, das ist alles in Ordnung. Und ich denke, mit dem haben wir auf jeden Fall gar nicht mal so schlechte Karten. Der ist in Ordnung. Und ich denke, das werden wir uns jetzt auch im Spiel anschauen. Ich werde ihn zum Einwechseln nutzen. Oder werde ich ihn gleich von Anfang an spielen lassen. De Bruyne in ZOM. Und Isco einwechseln später. Ja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Lassen wir ihn heute mal auflaufen. Ich denke, das ist mal gar nicht verkehrt. Können wir mal machen. So. Ich habe jetzt hier nichts mehr geändert. Martins bleibt. Ja, der soll reinkommen. Ich denke mal, der wird sich gut spielen. Und dann schauen wir mal, wie er sich jetzt hier gleich macht. So, schönes Wetter. Manchester City gegen FC Chelsea. Wir sind hier zu Hause. Es geht hier los. Joe Hart, Oyer, Otamendi, Kompany, Rodriguez, Touré, Nainggolan, Martins, De Bruyne, Sterling, Aguero. Und ja, da hoffe ich, dass wir hier sehr gut durchkommen. So, und da ist er ja. Der Martins, der hier sein Debüt hat. Mal sehen, wie er sich hier so schlägt. Wir haben hier einen frischen Portugiesen von Sporting geholt. Ich denke, der hat auch gutes Potenzial. Der kann sich auch ordentlich machen. Sehr schön. Da kommt Aguero. Und De Bruyne kommt daran als ZOM. Sauber rübergelegt. Keeper kommt raus. Da ging aber nicht mehr so viel. Aguero spielt ihn da schön. Oh. Richtig mieses Ding. Und Kevin De Bruyne als ZOM. Keine verkehrte Sache. Das ist sehr, sehr gut. Oh, shit. Was war das denn für ein Schuss? Ah. Flanke kam auch schön. Obwohl er jetzt nicht so den allerbesten Flankenwert hat, der Martins. Sterling hat sich ja vorhin noch den Ball geschnappt. Und das ist ja ein Mega-Fail gewesen. Auf den Fuß von Aguero. Ah, oh, wie haben sie den denn gekriegt? Oh, shit. Willian. Und da ist der Treffer drin. Den Konter gut genutzt. Haben sie richtig stark gemacht. Spitzenkonter. William macht das Ding rein. 1:1 der Ausgleich. Oh je, oh je, oh je. Das habe ich nicht gewollt. Oh, und der läuft auch richtig stark, richtig schnell. Ah, das kann er. Das kann er auf jeden Fall. William, sehr schön. Okay, Anstoß. Weiter geht's. Bitte den Keeper mal dicht stellen. Jetzt kommt nämlich die Flanke von Sterling und Otamendi, glaube ich, war's. Köpft das Ding daneben. Schade, Pomade. Ah, er kam ran, macht das Ding aber leider nicht rein. Ah, der Pass kommt nicht schlecht. Der kommt schlecht, kam nicht gut. Okay. Wir haben De Bruyne. Wahnsinn! Oh, Kompany! Unsere beiden Innenverteidiger, voll die Kopfballmaschinen. Dass er den noch gekriegt hat, aber der leider an die Latte knallt. Oh Mann! Und dann war es das erstmal mit der ersten Halbzeit. 5:1 Schüsse, ja. Dafür haben sie den Schuss gut genutzt. Das haben sie sehr stark gemacht. 1:1 steht es jetzt hier. Mal sehen, zweite Halbzeit, was da geht. Wir gehen ein bisschen offensiv. Wir wollen hier 3 Punkte holen, oder? Was meint ihr? 3 Punkte? Ich glaub es nicht. Ich glaub es einfach nicht. Oh. Ja, das dachte ich mir, dass er den da spielt. Pedro. Oh, herrje. Falcao haut das Ding daneben. Meine Güte, das war aber echt mega knapp. Wir müssen gleich ans Auswechseln denken.
daneben. Nächste Chance. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Super, Martins. Ja, kann man auch mal eine Karte für zeigen. Also es war reine Absicht, da die Grätsche reinzuhauen. Oh, Kopfball. Und vorbei die Partie. 1:1. Wir hatten Chancen, aber davon eher in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte war dann eher auf Chelsea gerichtet. 8:4. Ja, ja, De Bruyne 7,3. Schönes Kopfballding auf jeden Fall gemacht. Ich muss erstmal schauen, wie ich mit diesem System klarkomme. Vielleicht probiere ich zwischendurch auch einen Doppelsturm aus oder so. Einfach mal gucken. Dann das Training hier nicht vergessen. Nacho, Sterling und Gunn. Sterling wird es jetzt wahrscheinlich noch nicht schaffen, da irgendwie aufzuleveln. CCCFD. Nacho kurz vor der 74, in Ordnung. Wenn wir hier Pressekonferenz, da motivieren wir unsere Mannschaft. Aktuell ist aus England, okay. Also das 1:1 ist jetzt kein Weltuntergang, aber auch nicht wirklich gut. Wir sind Platz 4, haben 4 Punkte geholt, ein Sieg, ein Unentschieden. Das ist völlig in Ordnung. So, und das heißt, Everton ist unser nächster Gegner. Mannschaft ist frisch. Heute lassen wir dann mal Isco im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Mannschaft ist soweit eigentlich in Ordnung drauf. Frisch ist sie, alles gut. Dann noch eine Nachricht aus Spanien, alles gut. Und ja, dann machen wir so weiter. Hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.